Liebe Zuschauer, ich gehe mal davon aus, dass jeder von Ihnen zu Hause in irgendeiner Form Zugang zum Internet hat. Wahrscheinlich haben Sie ein Smartphone, vielleicht haben Sie aber auch einen klassischen Tablet-PC oder vielleicht noch ein wenig Oldschool, einen Desktop-Rechner oder vielleicht auch noch irgendwo ein Laptop rumstehen. Ja? Dabei haben Sie tatsächlich den größten Bildschirm doch wahrscheinlich direkt im Zentrum Ihrer Wohnung, nämlich in Ihrem Wohnraum, Ihren ganz normalen Fernseher. Sie werden wahrscheinlich auch einen Plasma- oder einen LCD-Bildschirm haben mit 35, 40, 50 Zoll vielleicht. Und den nutzen Sie vielleicht gerade mal aus, um gelegentlich mal Filme zu schauen. Sicherlich in einer super Qualität, keine Frage. Aber das, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, macht Ihren Fernseher zu Hause, macht aber auch einen Beamer oder jeden anderen klassischen Monitor, vorausgesetzt, er ist mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet, zu einem richtig und vor allen Dingen funktionstüchtigen PC. Wollen Sie wissen, wie? Hiermit. Mit dem kleinsten PC der Welt. Der ist gerade mal so groß wie vielleicht ein klassischer USB-Stick, vielleicht ein Tick größer, ist aber absolut perfekt ausgestattet. Und vor allen Dingen den hier, den haben Sie immer mal in der Hosentasche, in der Jackentasche, in der Handtasche, die Damen, die gerade zuschauen. Und dann können Sie Ihren PC tatsächlich jederzeit mitnehmen. Und genau das haben wir hier bei unserem großen Bildschirm im Studio auch schon mal getan. Wir haben einfach mal unseren Studiomonitor zu einem ganz normalen PC umfunktioniert. Und das Geniale ist, Sie haben in diesem kleinen Stick einen Dual-Core-Prozessor mit bis zu 1,6 Gigahertz. Und dass der hält, was er verspricht, das möchte ich Ihnen gleich zeigen, denn dieses kleine Teil ist unglaublich schnell. Sie werden tatsächlich durchs Internet surfen können, Sie werden Spiele spielen können, Sie werden sich Videos anschauen können in einer Qualität, die Sie auch von Ihrem klassischen Desktop-PC oder von Ihrem Laptop oder von Ihrem Tablet-PC oder auch von Ihrem Smartphone gewohnt sind. Das Schöne ist, wir haben hier Android 4.1 drauf, das sogenannte Jelly Bean Betriebssystem, und das ist wirklich momentan das absolute Nonplusultra. Moderner und besser geht es eigentlich kaum noch, und ich muss zugeben, ich war viele Jahre ein absoluter Apple-Jünger, habe mich natürlich auch mit iOS auseinandergesetzt. Mittlerweile muss ich zugeben, dass mir die Android-basierten Geräte mindestens genauso viel Spaß machen. Wir haben hier ein vorinstalliertes App-Center mit allem, was dazugehört. Sie können Flash-animierte Seiten abspielen und Sie haben hier sogar die Möglichkeit, bis zu 32 GB eine Micro-SD-Karte zu ergänzen, um beispielsweise auch Ihre Lieblingsdateien, Fotos, Videos und dergleichen jederzeit ruckelfrei und detailscharf hier auf Ihrem großen Monitor, auf Ihrem großen Bildschirm zu Hause anzuzeigen. Ja? So, und jetzt steigen wir mal ein. Das Schöne ist, Sie kriegen natürlich von uns nicht nur den klassischen TV-PC, also diesen Stick, den Sie ganz einfach nur mit einem freien HDMI-Slot Ihres Fernsehers, Ihres Beamers oder eines klassischen Monitors verbinden, aber nur mit dem Computer alleine kann man nicht viel machen. Deswegen kriegen Sie natürlich von uns auch noch die passende Tastatur mit dazu. Wird im kompletten Set geliefert. Die ist ungefähr so groß wie ein klassisches Smartphone und hat sicherlich noch Platz auf Ihrem Sofa, denn da liegt mit Sicherheit schon die ein oder andere Fernbedienung vom DVD-Spieler und vom Fernseher im Allgemeinen. Wollen wir mal einsteigen in das Rennen? Wollen Sie mal sehen, wie gut das hiermit tatsächlich funktioniert? Also Sie werden die Benutzeroberfläche wahrscheinlich kennen. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu der Tastatur. Sie haben natürlich auch hier das Touchpad drauf. Sie haben klassische Tasten von F1 bis F12 mit den obligatorischen Funktionen. Sie haben ein deutschsprachiges Layout, Bild rauf, Bild runter, nach rechts, nach links, Positionen, Bildende und dergleichen. Also genauso eine Tastatur, wie Sie sie in groß wahrscheinlich von Ihrem Rechner bzw. von Ihrem Laptop kennen. Und genau mit dieser Tastatur, kabellos natürlich, Sie sehen das, das funktioniert mittels einer Funkverbindung über 2,4 Gigahertz, steuere ich jetzt den TV-PC, der uns also wirklich ein Wahnsinnsbild auf dem klassischen LCD- oder Plasma-Bildschirm liefert. So, und jetzt gucken wir doch einfach mal. Sie sitzen beispielsweise ganz entspannt an einem Sonntagabend vor dem Fernseher und auf einmal stellen Sie in der Werbepause fest, von mir aus, wenn Sie die Privatrechtlichen schauen, oh, ich möchte doch ganz gerne noch mal eine E-Mail schreiben. Da springen Sie normalerweise auf, rennen zu Ihrem Laptop oder schnappen sich Ihren Tablet-PC und fangen an, wild drauf loszutippen, sich erstmal ins Internet einzuwählen. Wissen Sie was? Machen Sie das doch ganz einfach, ganz entspannt von Ihrem Sofa aus, indem Sie einfach mal die Funktion E-Mail schreiben öffnen. Ja? Jetzt haben wir hier natürlich die ganzen E-Mail-Eingänge mit drin. Wenn Sie jetzt mal eine neue E-Mail schreiben möchten, gehen Sie einfach im oberen Teil drauf. So, lösen das Ganze aus und jetzt tippen Sie einfach Ihre E-Mail.
mit dem entsprechenden Empfänger, mit dem Betreff einfach noch mit dazu. Und dann können Sie jetzt ganz einfach mal eine E-Mail schreiben, ganz bequem von Ihrem Sofa aus. Und das Schöne ist, Sie können sich sogar bis zur Küche weiter bewegen, denn die Tastatur hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Also selbst wenn Sie einen 50-Zöller zu Hause haben, werden Sie wahrscheinlich auf einer Entfernung von 10 Metern das Bild nicht mehr wirklich erkennen können. Dass wir hier ruckelfrei unterwegs sind, möchte ich Ihnen ganz gerne mal zeigen mit so typischen YouTube-Videos oder Videos, die man beispielsweise auch bei Facebook und dergleichen immer wieder findet in den sozialen Netzwerken. Und da bediene ich mich ganz gerne immer mal hier unserer klassischen Studiokatze. Schauen Sie sich das an. Ein Doppelkernprozessor mit bis zu 1,6 Gigahertz sorgt dafür, dass Sie hier ruckelfrei in einer sensationellen Qualität im Internet surfen können. Gucken Sie sich das an. Das ist doch Spitzenklasse, oder? Absoluter Wahnsinn. Das könnten eben Videos sein, die Sie sich bei YouTube runterladen oder einfach anschauen möchten. Wir können auch ganz gerne mal eben schauen, der alte oder der ehemalige Pearl-Trailer, den wir haben, auch der funktioniert absolut einwandfrei. Stark, oder? Die sensationellen Schnäppchen in Ihrem Pearl-Katalog eigentlich kommen. Ruckelfrei und gestochen scharf dieses Bild, was wir hier haben, denn wir reden hier tatsächlich von Full-HD-Auflösung, so wie man das bitte im 21. Jahrhundert auch erwarten darf. So viel zu diesem Thema. Jetzt möchte ich Ihnen natürlich auch zeigen, was Sie auch an anderer Stelle mit diesen Android-basierten Betriebssystemen tatsächlich machen können. 4.1 ist drauf und da möchte ich Ihnen ganz gerne einfach mal hier über den Browser zum Beispiel mal Pearl TV zeigen. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel die klassische Sendung. Ich muss zugeben, unser WLAN im Studio ist etwas abgeschottet, sodass wir den Livestream wahrscheinlich sehr schlecht darstellen können. Was ich Ihnen aber mal zeigen möchte, ist beispielsweise auch mal die Moderatorenseite. Na, komm, wo haben wir sie? Ah, schade, die ist nicht verfügbar. Wieso ist denn die Seite nicht verfügbar? Ich versuche es noch mal ganz kurz, Augenblick. Na, kommst du? Da haben wir sie. Ja. Sie sehen, Sie können ganz normal im Internet surfen. Ich mache noch mal eine weitere Seite auf, damit Sie auch das noch mal sehen können. Komm, so. Jetzt gehen Sie beispielsweise über eine Suchmaschine, ob das Google ist, ob das Yahoo ist, Alta Vista oder was auch immer Sie da installieren möchten, das ist völlig Ihnen überlassen. Jetzt surfen Sie ganz normal durchs Internet, wie Sie es auch im Vorfeld von den kleinen Bildschirmen am Laptop, am klassischen Desktop-PC oder am Smartphone oder am Tablet-PC gewohnt sind. Ich finde das absolut irre und habe mir also auch schon meinen Teil bestellt. Ich warte darauf, dass es endlich zu Hause geliefert wird, dass wir also damit der Familie gemeinsam einfach mal ganz relaxed ins Internet gehen können. Vielleicht mal in der Werbepause, wenn Sie beispielsweise auch am Samstagabend DSDS oder irgendwas von mir aus bei den Privatsendern schauen, können Sie hier wirklich in der Werbeunterbrechung einfach mal hingehen und ein paar schöne Spielchen spielen. Sie mögen natürlich auch die klassischen Spiele auf dem Smartphone oder auf dem Tablet-PC. Ja, da gibt es ja mittlerweile gerade bei den Android-basierten Betriebssystemen mit über 2 Millionen Apps und die meisten davon sogar kostenlos. Und einer der Klassiker ist definitiv Angry Birds. Ich bin absoluter Angry Birds Fan, ich spiele das immer und überall, nur eben auf diesen kleinen Bildschirmen von den Smartphones ist das sehr, sehr schwierig zu erkennen. Deswegen spielen wir doch einfach mal hier eine kleine Runde. Und ich persönlich liebe diese kleinen Spielchen, weil ich häufiger mal in der Bahn sitze oder auch mal im Bus sitze, ein bisschen unterwegs bin, da kann man sich einfach mal die Zeit vertreiben. So, schießen wir mal ein paar Vögel ab hier. Roms. Naja, haben wir auch schon mal besser gesehen, oder? Aber da bricht noch ein bisschen was zusammen. So, Bild und Ton in gestochen scharfer Qualität, so wie man sich das wirklich wünschen mag. Einen Vogel, liebe Kollegen, möchte ich ganz gerne noch mal eben abschießen. Bom, komm, den hinteren Teil da, den wollte ich treffen. Zack. Und das eben nicht nur auf einem kleinen Mini-Display auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem Tablet-PC. Jetzt haben Sie es groß, wenn Sie einen 50-Zöller oder noch größer im Wohnzimmer stehen haben, ist das doch wirklich eine Darstellung, die schlicht und ergreifend begeistert. So macht das richtig Spaß. So stellt man sich doch wirklich die Entwicklung im 21. Jahrhundert vor. So viel zum Thema Angry Birds, das soll es erstmal gewesen sein. Selbstverständlich können Sie auch jederzeit über den Play Store neue Apps runterladen. Und da sprechen wir jetzt nicht nur von den klassischen Spiele-Apps wie zum Beispiel Angry Birds oder die ganzen Fahrsimulationsspiele, die Sie hervorragend in einer brillanten Qualität auf Ihrem großen Bildschirm spielen können. Es gibt ja auch die klassischen Anwendungs-Apps. Und wenn wir hier einfach mal schauen, mal hier in den App-Bereich reingehen, ziehen wir mal drüber. Manchmal wird das Signal hier etwas gestört, weil wir hier tatsächlich auch mit unseren Tonfrequenzen auf der 2,4 Gigahertz Frequenz senden. Bei Ihnen zu Hause wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da wird das sicherlich hervorragend funktionieren. Aber auch hier funktioniert es eigentlich ganz gut. Jetzt gerade mag er mich nicht. Ich versuche es noch einmal, weil die WLAN-Verbindung gerade mal auf 2 Balken kommt. Das ist natürlich nicht die Welt. Aber ich denke, Sie haben gesehen, was ich Ihnen eigentlich damit zeigen wollte. Ja, gehen wir vielleicht noch mal ins Hauptmenü rein. Ich glaube, das schmeißt mich da gleich wieder raus.
Ah, da sind wir jetzt wieder. So, gucken Sie mal. Jetzt können Sie sich hier tatsächlich die Empfehlung der Redaktion anschauen, was momentan angesagt ist in Sachen Apps. Wir haben natürlich die Auswahl für Tablets, für Spiele und dergleichen. Und das eben alles in gestochen scharfer Qualität auf Ihrem Monitor, den Sie zu Hause haben. So, ich denke, das haben wir gesehen. Jetzt möchte ich Ihnen aber ganz kurz den TV-PC nochmal eben vorstellen, damit Sie nochmal wissen, wie das in etwa funktioniert. Wir haben hier einen Dual-Kern-Prozessor mit bis zu 1,6 Gigahertz und natürlich muss so ein Doppelkernprozessor auch gekühlt werden. Da haben wir einen Kollegen bei uns in der Redaktion oder auch in der Regie, der legt da mal ganz großen Wert drauf. Deswegen zeige ich es Ihnen so, dass Sie es sehen können. Also hier wird es entsprechend gekühlt. Hier ist der Anschluss für den HDMI-Slot an Ihrem Fernseher. Moderne Fernseher haben mittlerweile, ach ich glaube meiner ist mittlerweile 4 Jahre alt, der hat schon 4 HDMI-Anschlüsse. Da werden Sie sicherlich auch an Ihrem den passenden Anschluss finden. Und wir haben hier im hinteren Teil natürlich auch noch die Verbindungsmöglichkeiten via USB. USB 2.0 ist hier das Stichwort und das bedeutet, dass Sie hier auch nochmal eine externe Festplatte anschließen können, um sich zum Beispiel Inhalte, die Sie im Internet gefunden haben, ganz einfach auf eine externe Festplatte zu ziehen. Und die darf sogar eine Größe haben von bis zu 2 Terabyte. Das ist absolute Weltklasse, was wir hier haben. An der Seite haben wir noch einen kleinen Slot für eine Micro-SD-Karte. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Also auf dem Monitor, den ich hier habe, ist es schwierig zu sehen. Micro-SD-Karten-Slot ist aber eigentlich bekannt. Bis 32 Gigabyte können Sie hier reinpacken, sodass Sie auch jederzeit Medieninhalte locker auf den Stick ziehen können, auf die Karte ziehen können, um den dann mit durch die Gegend zu nehmen. Das können Sie natürlich jederzeit mitnehmen, wenn Sie mal in einem Hotel übernachten. Oder wenn ich da jetzt beispielsweise mal an meine Großeltern denke, die haben gar keinen Rechner zu Hause. Die haben Pearl TV wahrscheinlich noch nie gesehen und sind auch nur gelegentlich mal im Internet. Und wenn ich jetzt mal zu meinen Großeltern fahre, dann nehme ich einfach diesen TV-Stick mit. Den großen Fernseher haben sie. Den schließe ich einfach an den HDMI-Slot an und schon kann es losgehen. Dann bringe ich also im Prinzip das Internet zu meinen Großeltern mit nach Hause. Das ist der kleinste TV-PC der Welt, ein HDMI-Stick für eine vernünftige Internetverbindung. Und falls Sie gerade erst zugeschaltet haben, gehen wir einfach noch mal rein in das Ganze. Selbstverständlich liefern wir Ihnen auch die passende Tastatur mit dazu, im deutschsprachigen Layout mit allen Funktionen, die man haben muss. Aber ein Update von irgendwelchen Geschichten wollen wir uns jetzt nicht unbedingt runterladen. Was sagt denn die Galerie? Vielleicht möchten Sie auch schön mal schöne Fotos oder Videos oder dergleichen wiedergeben. Ich mag das Foto eigentlich immer ganz gerne. Guck mal hier, die gute Anne-Kathrin. Ja, früher hat man sich mit den Nachbarn im Wohnzimmer getroffen und hat dann die Dias durchgerattert, bis dann eine halbe Stunde später die ganzen Nachbarn eingeschlafen sind. Jetzt zeigen Sie Ihre Bilder, die Sie wahrscheinlich auch in digitaler Qualität aufgenommen haben im Urlaub, Ihren Nachbarn oder Ihren Freunden, Ihren Bekannten und Verwandten ganz relaxed auf dem großen Monitor. Sie haben alle Anwendungen, die Sie tatsächlich von Ihrem klassischen Laptop, von Ihrem Tablet-PC oder von Ihrem Smartphone auch kennen. Ich denke, den Play Store, den haben wir gesehen. Auch hier so etwas wie ein Rechner, falls man mal eben kurz was machen möchte, ist natürlich mit dabei. Also das macht schon richtig Spaß, damit umzugehen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, die ersten 2, 3 Gehversuche mit dieser kleinen Tastatur waren etwas schwierig, etwas holprig, weil das ja alles in Miniatur dargestellt ist. Mittlerweile habe ich mich absolut dran gewöhnt und mittlerweile ist mir das Handling mit dieser funkgesteuerten Tastatur kabellos natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Sie haben die linke und die rechte Maustaste. Sie haben dieses kleine Touch-Symbol, wo man also ganz normal wie bei einem Laptop beispielsweise auch mit dem Cursor über den Monitor fahren kann. Die Tasten F1 bis F12 und eben das deutschsprachige Layout ist eben alles komplett mit dabei. Ich gebe Ihnen und euch, liebe Kollegen der Regie, vollkommen recht. Den Rechner zu zeigen ist natürlich langweilig. Vielleicht gehen wir einfach nochmal ins Internet und gucken mal, was es da denn derzeit alles so zu bestaunen gibt. Jetzt gucken wir mal gerade über Google, kann ich mir jetzt beispielsweise auch mal eben die Facebook-Seite aufrufen. Soziale Netzwerke grundsätzlich kein Thema. Schauen wir mal gerade, Facebook, da hat das schon. Ja, das erkennt er natürlich gleich auf Anhieb. Gucken wir mal hier gleich, können wir direkt reingehen. Kurz doppelklicken, ja, und dann lädt er den schon runter. Ja, na komm, und da sind wir. Ich müsste mich jetzt noch anmelden, das habe ich natürlich im privaten Umfeld getan, aber Sie sehen, auch das ist gar kein Thema. Und das machen Sie in der Zukunft ganz relaxed von Ihrem Lieblingssessel, von Ihrem Sofa aus, müssen nicht mehr aufspringen, um erstmal das Tablet-PC zu holen, den Laptop erstmal hochzufahren. Schließen Sie einfach diesen kleinen TV-PC an und gut ist die ganze Geschichte. Wir liefern Ihnen den TV-PC und die Tastatur in einer Kombination und das für einen sensationellen Preis. Wir haben es für 120
50 Euro. In der Liste liegt das gute Stück, hier haben wir es nochmal in der Übersicht, mit knapp 320 Euro. Reichlich Geld können Sie sparen, etwas mehr als 200 Euro für den Preis, den wir derzeit anbieten. Bestellnummer ist die ZX1008 und dann die 569 hinten dran. Und da wünschen wir Ihnen und ich auch ganz speziell ganz, ganz viel Freude mit Ihrem hochmodernen Taschen-PC. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, ist es wirklich alles drauf, was man von einem PC im 21. Jahrhundert erwartet. Betriebssystem, Flash und dergleichen, alles komplett mit dabei. Also ganz viel Spaß beim Surfen im Internet und das ganz bequem vom Sofa aus.